Hallo, ich bin Luba. Wir sind bei dem zweiten Tag der Lesungen beim Bachmann-Preis. 39. Literaturtage. Und ich bin gerade in der Pause. Es haben schon 3 Leute gelesen. Und danach kommen noch 2 oder 3. Da kommt eine gute Frage. Machen wir jetzt ein Interview? Nein. Oder wie? Oder meinst du, Was hast du gebraucht? Ich meine, dass der Mikrofon so aussieht wie ein Zepter, wie ein Prinzessinnen-Zepter. Hallo, das ist unsere 2. Folge und wir unterhalten uns heute, wie versprochen, mit ein paar Schriftstellern und hoffentlich auch mit ein paar Kritikern oder Juroren und anderen Besuchern. Und wir hoffen, dass das heute gut geht. Es ist sehr warm. Es könnte sehr entspannt sein. Ja, und jetzt bin ich in der Pause. In der 2. Hälfte liest Ronja. Und ich bin schon sehr gespannt drauf. Und wir kriegen mit dir hoffentlich ein Interview. Wer bist du denn? Wer bist du? Kleine Kinder geben nicht so gerne Interviews. Das ist ganz komisch. Hoffentlich finden wir jemanden, der das gerne macht. Lüber Schenker und ich. Schenker? Das ist der Spitzname. Wer hat von einer Russin, die ich mal geknutscht habe und die Ljubascha hieß. Die sagte mir, das war ich nicht. Enka ist immer die Koseform, Ljubaschenka. Schenka. Wie bei Nabokov. Maria Mascha Maschenka. Wie war es denn? Was denn? Das Knutschen. Mit der Russin? Cool. Also ich heiße anders. Ich war gerade drin, ich saß in der ersten Reihe und ich habe zugehört, wie du gelesen hast. Ja. Und auch den Juroren. Und ich hatte den Eindruck, der Text ist nicht so gut angekommen. Ja. Was denkst du, woran es lag? Ja, das hat verschiedene Gründe. Es ist auf der einen Seite, orientiere ich mich an Narrativen und Sprachformen, die nicht mehr jetzt klassisch literarische Narrative sind. Das heißt, durch meine Tätigkeit auch als Fotograf und als Filmer habe ich Kontakt also mit den Filmen von Kim Ki-duk, von Paul Thomas Anderson oder mit Serien wie Breaking Bad oder True Detective. Alles okay. Willst du über den Text reden? Nein. Willst du über meinen Text reden? Den Fahrradtext? Nein. Das ist aber schade. Du bist heute nicht so gesprächsfreudig, kann das sein? Ja. Es haben sehr viele alte Damen mir gratuliert. Das war sehr hinreißend und hat mich sehr gefreut. Ich wollte, dass der Text unterhält und falls er das geschafft hat, ist alles sehr okay. Ich habe auch geschmunzelt. Schmunzeln ist fast eine Beleidigung. Ehrlich? Wegen dem Wort? Nein, schmunzeln macht man, wenn man zeigen will, dass man irgendwas in einem Text erkannt hat und deswegen witzig findet. Es ist das Gleiche, wie wenn in Filmen, im Kino Leute bei Anspielungen sehr, sehr laut lachen, um zu zeigen, dass sie irgendwas kapiert haben. Und eigentlich sehr unangenehm, man glaubt es den Leuten nicht. Aber ich glaube, vielleicht rede ich auch Quatsch. Wahrscheinlich. Fandest du es schmeichelhaft, mit Fänge in Rogen verglichen zu werden? Ja, Salinger E. Fandest du das treffend? Nee, weiß nicht. Ich weiß nicht, ich kann schlecht über meine Texte reden, ich schreibe die ja. Das müssen dann schon andere machen. Ob sie recht haben, weiß ich nicht. Was machst du heute noch? Mich betrinken und essen gehen. Ich hoffe so bis 10 und dass ich dann schlafen gehen kann. Der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste. Kannst du vielleicht deinen Hund vorstellen? Der heißt Bela. Wie schreibt man das? B-E-E-L-A. Wie alt ist der? Ist das ein R? 2, die ist hochschwanger. Das ist nur sie und ehrlich? Ja. Kannst du vielleicht kurz aufstehen und zeigen? Nein, die Arme, die ist ganz erschöpft. Ehrlich? Ja. Weil es heiß ist? Ja, und weil sie schwanger ist. Dass das für Hunde auch erschöpfend ist, das wusste ich nicht. Ich habe wieder was gelernt. Vielen Dank, Ronja von Rönne. Bitteschön, danke dir. Ich glaube, ich betrinke mich jetzt. Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Mein Name ist Monique Schwitter. Monique Schwitter hat gerade einen Text vorgelesen, der, glaube ich, ganz gut aufgenommen wurde. Erwartest du noch irgendwas von heute Abend? Ja, also ich trinke jetzt und wenn sonst noch schöne Sachen auf mich warten, bin ich gerne bereit, die dann auch noch anzunehmen.
Ich finde Ihre Kommentare sehr treffend und sehr witzig. Vielen Dank. Nicht zu danken. Wer sind Sie? Ich aus Hildesheim. Schreibstudenten. Ach so, ja, da waren welche vor ein paar Jahren mit Thomas Klub. Ja, mit Thomas Klub, und die haben so eine tolle Zeitschrift gemacht. Ingeborg? Ingeborg. Die Ingeborg, die ist unvergesslich. Ausgabe 1 bis 3. Die wurde viel kritisiert, aber Ihnen gefällt sie? Nein, die war absolut super. Die war genial. Spielerisch, die hatte Substanz, die hatten Quiz dabei, Mitmachelemente. Nein, ich fand das echt super. Echt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Sie sind sehr unterstützend. Darf ich? Danke. Wir stellen uns neben diesen Baum. Das ist meine Lieblingsstelle für Interviews. Über den Baum? Ein Baum ist schön, weil es sei denn, es gewittert, ist es immer ein guter Ort, drunter zu stehen. Man kann sich dagegen lehnen und dann fühlt man sich schon ein bisschen geborgener als sonst, wenn man so in der Gegend steht. Ist das eine Frage? Ich gebe dir total recht. Falls du einen Kommentar dazu hast. Ich kann mich ja auch mal dagegen lehnen. Ja. Wie fandest du es heute? Den ganzen Tag, meinst du? Also irgendwie angefangen von dem, wie heißt der, Tuschner? Aus. Okay.